Madame Beck d'Allemagne. Herr Präsident, ich danke Ihnen für diese überzeugende Rede. Ich glaube, dass Sie Ihrem Land damit einen großen Dienst erwiesen haben, was die Anerkennung der Souveränität der Ukraine anlangt. Halten Sie es für möglich, dass der russische Präsident dem Friedensplan zugestimmt hat, aber sagen wird, er habe auf die Separatisten keinen Einfluss? Und wie sehen Sie das? Danke.